Ich bitte Sie, Herr Bundeskanzler Willy Brandt, das Diplom und die Goldmedaille des Nobelfriedenspreises für 1971 entgegenzunehmen. Am 10. Dezember 1971 nimmt Bundeskanzler Willy Brandt als vierter Deutscher in der Aula der Universität Oslo den Friedensnobelpreis entgegen. Er erhält diese hoch angesehene Auszeichnung für seine Ostpolitik. Diese hat einen wesentlichen Beitrag zur internationalen Entspannung geleistet. In der Begründung des Nobelkomitees heißt es, Bundeskanzler Willy Brandt hat als Chef der westdeutschen Regierung und im Namen des deutschen Volkes die Hand zu einer Versöhnungspolitik zwischen alten Feindsländern ausgestreckt. Er hat im Geiste des guten Willens einen hervorragenden Einsatz geleistet, um Voraussetzungen für den Frieden in Europa zu schaffen. Wie grundlegend Werte wie Frieden im politischen Denken und Handeln Willy Brandts verankert sind, zeigt sich bereits in seiner Exilzeit in Skandinavien. Er schreibt, der Tag wird kommen, an dem der Hass vergessen ist. Einmal wird ein Europa Wirklichkeit werden, in dem wir als Europäer leben können. 1971, gut 25 Jahre später, greift Willy Brandt dies in seiner Dankesrede erneut auf. Er betont, ich begreife eine Politik für den Frieden als wahre Realpolitik dieser Epoche.